Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum The Minish Cap Randomizer. Es geht wieder weiter. Heute geht's in die geheime Welt von Tabanta. Wir haben jetzt einen neuen Spielabschnitt freigeschaltet, sag ich mal. Haben noch die Lampe bekommen. Die Pegasus-Stiefel sind am Start und ja, ich denke, wir werden hier auf jeden Fall ein bisschen was Neues finden und sehen. Ach ja, das ist so sumpfmäßig unterwegs, alles klar. Bomben. Okay, ich glaube, ich kann da nur... Okay, mit den Pegasus-Stiefeln kann ich da einfach rüberrennen, alles klar. Baumstamm kann ich nicht verschieben. Aber gut, das passt ja so. Alles klar. Schöne Musik. Schwimmen kann ich ja auch schon. Also theoretisch könnte man da auch lang gehen. Was sagt denn die Map eigentlich? Okay, ich erforsche hier gleich mal. Die Frage ist, da könnten wir halt auch lang. Jawohl. Machen wir hier gleich mal einen Shortcut rein. Okay, was haben wir denn hier in der Höhle? Ah, erstmal schön ein paar Schlangen und Herzteile. Aber das war jetzt erst einer wieder, ne? Glaube ich. Okay, cool. Alter, die Fackel. So, hier kann ich hier lang schwimmen. Ja, das ist nicht so gut. Aber hier könnte ich nach oben. Aber ich müsste mich auch mal klein machen und dann als Minish hier rein. Ich würde sagen, wir gehen erstmal den offiziellen Weg. Hier kann ich auch als Minish. Ah, nee, hier kann ich normal hoch. Okay. Okay. Die Musik ist echt cool. Au. Blöde Schlange. Geld. Ich brauche kein Geld. Kann ich dich abfackeln? Nee. Schade. Okay. Coole Musik auf jeden Fall. So, zack. Bomben. Ah, so geht das. Alles klar. Verstehe. Gut, hattet ihr nochmal in den Kommentaren geschrieben, ne? Wenn ich auflade, soll ich die ganze Zeit B drücken, dann funktioniert das auch. Das ist schon ziemlich nützlich. Aber... Okay, haben wir hier noch irgendwo was? Nö. Hier runter geht's auch nicht, gell? Nein. Okay, nächster Raum. Das sieht mir, ja, ich wollte schon sagen, es sieht mir so einfach aus. Ein Wächter, der den Schatz beschützt. Sei vorsichtig. So, was macht denn der? Oh, du Penner. Was? Drei Hiebe? Das war irgendwie zu leicht. Und eine neue Flasche. Richtig? Jo, schon wieder eine neue Flasche. Alles klar, ja, nehmen wir mit. Aber kam schon wieder unerwartet. Okay, dann sind wir hier wahrscheinlich auch fertig. Schön, vielleicht können wir mal ein Gebiet komplett abschließen und einfach sagen, jo, das ist jetzt abgeschlossen, da müssen wir nicht nochmal hin. Das wäre irgendwie ganz cool. Würde ich mich ja tatsächlich mal ein bisschen freuen. So, hier müssten wir als Minish rein. Da ist eine fette Statue. Okay, also ich könnte jetzt theoretisch doch hier rum und könnte da den Stein auch noch hinschieben, oder? Ich glaube, man bekommt hier den Bogen, kann das sein? So, erstmal ein Teleporter, das ist gut. Yay, ein Windmal. So, und hier dann rein. Sehr schön. Mit dem Bogen. Okay. Drei Schüsse hält er aus, alles klar. So, jetzt haben wir hier... Gibt sogar Feen. Mensch. Nice. Ich meine, hier wären wir auch so hochgekommen.
Die Frage ist, warum sollte ich jetzt hier reingehen und fliegen? Gibt es da einen Grund für? Ich meine, was anderes gibt es hier oben ja gar nicht. Hier, das kann ich nicht abfackeln. Aber das kann ich ja das abfackeln. Okay, komm, ich guck mal. Aber für mich ergibt das hier gerade keinen Sinn. Warum sollte ich hier fliegen? Ist das nur für die Höhle? Und für einen Shortcut? Ich glaube fast ja. Na gut. Dann gehen wir erstmal hier hoch. Ah, das macht Spaß hier. Alles abfackeln. Juhu! Ich bin ein Pyromant. So, hier können wir nochmal mit dem Bogen. So, das war der. Pfeile kriegen wir auch wieder. Wunderbar. Zack, 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 zack. Jawohl. Und eine Verlängerung der großen Wirbelattacke. Das ist auch was Feines. Aber was ist das? Ich habe keine Ahnung, was ich mal drücken soll. Long. Long wahrscheinlich. Wahrscheinlich habe ich schon alle, oder? Oder echt viele, sag ich mal. Oh Gott. Eine Verlängerung der großen Wirbelattacke. Das heißt, wenn ich das jetzt mache. Ja. Super. Nein! Ja, das lohnt sich. Ah, was? M. Das war ja Sackhüpfen, sag ich mal. Wow. Was zur Hölle? Dafür brauche ich also mein Geld. Was? Oh Gott, ey. Das war ja schrecklich. Okay, ich muss mich hier irgendwo klein machen. Ich muss hier irgendwo, ja, mich klein machen. Dann kann ich hier ganz viele Orte aufsuchen. Was ist denn das hier? Ein Grab. Okay. So, und was ist das hier? Ah, hier muss ich vereinen. Okay, was passiert, wenn ich jetzt mit den Typen hier vereine? Was kommt dabei rum? Ah, wir machen hier irgendwas kaputt. Alles klar. Aber warum habe ich 4 Fragmente? Verstehe ich gerade nicht. Okay, ist natürlich eher der inoffizielle Weg. Ne? Eigentlich müssen wir erst oben noch ein bisschen gucken wahrscheinlich. So, ich habe noch ein 4. Fragment. Ich weiß nicht, ob ich 4 Fragmente habe. Verstehe ich nicht. I don't know. So. Ja gut, also hier haben wir jetzt nichts mehr weiter. Hier sind wir... Ne, hier ist auch nichts weiter. Nö. Dann sind wir ja fast durch, würde ich sagen. Wir müssten uns halt irgendwo mal klein machen können. Was war hier? Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Genau, da müssten wir auch rein als kleiner Typ. Also wir haben auf jeden Fall ein paar Orte, wo wir als kleiner Minisch noch rein müssen. So viel ist logisch. Und hier waren wir auch noch nicht, oder? Ne, hier waren wir noch nicht. Oh Mann, wenn ich das schon wieder sehe, so eine goldene Schlange. Okay, aber der setzt mal gut zu. Wow. So, damit sind wir wieder voll mit Geld. Wahnsinn. Okay, okay, hier waren wir wirklich noch nicht. Okay. Bogen. Let's go. So, das war das. Herz hier gibt's auch. Und dann kann ich hier auch direkt... Ah, ein weiterer Shortcut. Sehr schön.
Aber wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Ich kann nicht... Ah, okay. Die Musik ist echt cool. Alter, ist das ein großes Gebiet. Hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. Aber hier gibt es auch noch mega viel zu erforschen. Hier kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen was holen. Okay, Graben. Nicht der schon wieder. Okay. Jetzt mal ein bisschen vorsichtiger sein mit denen. Da steht alles über Masken? Ist das das dritte Buch? Ja. Sehr schön. Und 10 Pfeile. Aber das war gut. Okay, dann weiter im Text. Das hätten wir jetzt auch. Okay, wo als nächstes lang? Also wir könnten hier lang. Alter, es gibt so viel. Okay, was haben wir hier? Der schon wieder. Schild, ich brauche ein Lego-Schild. Noch einer. Spawnen die Statuen eigentlich wieder, wenn ich die besiege? So. Sehr gut. Dü. Okay, da drüben kann ich mich klein machen. Merke ich mir. Ich gehe erst nochmal hier rüber. Wo die andere Statue war, weil da war ja auch noch die Höhle. Vielleicht gibt es da noch was Schönes danach. Müssen wir dann alles nochmal erforschen als kleiner Tybi. Da ist auch ein Wasserfall. Warte mal, da gehe ich jetzt erst in den Wasserfall. Da ist so eine Fee drin, oder? Aha. Aha. Ja, eigentlich juckt es mich auch nicht, was das ist, weil es ist ja nur ein Rubin. Ganz ehrlich. Oh. Schwertmeister? Ja! Ich bin Austin, einer der besten Schwertkämpfer von Hyrule. Na dann. Jo. Ein sehr 20 Rubinreiches Training wieder mal. Wahnsinn. Vielen Dank für nichts. Okay. Ja, ihr seid sicherlich auch meiner Meinung, das ist hier einfach nur ein Rubin, ne? Aber ich wüsste doch nicht, wie ich da weitermachen soll. Naja. Juckt mich aber auch halt nicht. Warum auch? So, okay. Dann haben wir hier noch eine Höhle. Und der Deku-Kerl halt, ne? 30 Pfeile. Ja, ich könnte halt auch einfach mal ein Schild bekommen, ne? Aber es ist halt... Das Schild gibt es halt bestimmt auch nur einmal im Spiel, richtig? Deswegen... Naja, theoretisch bei mir zweimal oder mehrmals, aber... Theoretisch, das Schild ist halt auch wieder so ein Unikard-Item, klar. Jedes Item gibt es nur einmal im Spiel, logischerweise. Das war eine doofe Aussage. Okay, ja, gehen wir da rüber, da können wir uns dann klein machen. So, mal schauen. Ja, also hier gibt es ein bisschen was zu tun. Oh, das ganze Wäldchen noch erforschen als kleiner Bümpf. Okay. Gehen wir erstmal hier rein. Theoretisch kann ich das alles abschwimmen. Brauche dafür kein Rosenblatt. So. Jawohl. Und ein größerer Fallköcher ist auf jeden Fall schon mal... Ah ne, das sind Lichtpfeile. Das ist wahrscheinlich das Upgrade, oder? Das kleine blaue Ding da. Keine Ahnung. Wäre jetzt nur mein Gedanke? Ich denke ja. Okay, weiter geht's. 70 Pfeile. Ey, geil. Oh. Hm.
Jawohl. Und eine dicke Truhe sogar. Braucht wieder keiner. Mano. Na gut. Das hätten wir. Dann schnell zurück. Aber gut. Ich freue mich. Wir machen hier guten Fortschritt auf jeden Fall. Kann ich hier drin eigentlich auch? Nee. Da kann ich jetzt gar nicht drin. Laufen. So. Erstmal schon Kaffee. Und die nächste Schatzkiste. Jawohl. Ein Herzcontainer. Das ist was Feines. Huch. Nein. Mal ganz kurz Vollbild gemacht. So, okay. Naja, aber immerhin wieder ein bisschen stärker geworden. Okay, das ist ziemlich cool. Okay, jetzt gehen wir hier rüber. Jetzt müssen wir die ganzen Dinge als kleiner Minisch noch abgrasen. Wieder eine Schatzkiste. Ey, was läuft? So. Nummer 4. Wir brauchen noch eins. Dann können wir da auch weitermachen. Okay. Jetzt müssen wir halt mal gucken, wo wir überall hin müssen als kleiner Bümpf. Da waren wir schon drin, ne? Wir können theoretisch nur da lang. Okay. Kann ich da auch hochklettern? Okay, ich darf da nicht hochklettern. Als Minisch. Verstehe. Also die Musik ist schon cool. Fällt mir gut. Es ist sehr vorgeschrieben, glaube ich, wo ich lang gehen kann. Kann ich? Ich kann aber auch hier unten lang, glaube ich, oder? Jo. Aber hier nicht. Okay, es ist super vorgeschrieben, wo ich lang gehen kann. Das heißt ja, es geht jetzt hier nur nach rechts durch diesen... Ne, hier rein. Und dann... okay, Schatzkiste und ein Weg, der weiterführt. Die Lampe! Ja. So an sich, also wir hätten die Lampe jetzt halt nochmal andersweitig bekommen, wenn wir es noch nicht gehabt hätten, aber... Oh Gott. Ich glaube, man hätte es halt auch so machen können, dass man einzelne Gegenstände überall versteckt. Wäre vielleicht noch ein bisschen smarter gewesen. Obwohl, dann wären jetzt halt ein paar Rubine drin gewesen. Weiß nicht, ob das so einen großen Unterschied gemacht hätte. Eine weitere Schriftrolle, alles klar. So. Den Steinspalter. Split? I don't know. Zerschlage, spielen Stein und Krüge. Das ist cool. Das gefällt mir. Obwohl. Wahrscheinlich nicht Split. Aber Split habe ich auch schon, oder? Dass ich mich überhaupt spalten kann zwischen den... Wahrscheinlich ist es eher Rock. Und Roll? Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche... Ob 1, 2, 3, welche ich anklicken kann und welche nicht. So, hier ist nichts weiter. Ist hier noch was? Nee, hier ist gar nichts. Okay, geht's hier oben noch lang? Nee, gar nicht, gell? Nee. Aber oben waren doch auch noch so für ein Minisch, oder? Irre ich mich. Aber hier kann ich ja... Hier kann ich gar nicht rein. Hm.
Ist ja denn nicht irgendein Weg, wie ich weiter nach oben komme? Mal ganz genau gucken. Hier geht's nicht weiter. Hier auch nicht. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass da drüben halt auch noch was war. Hier komme ich überall nicht hoch. Ah, okay. Hier kann ich als Minish rüberfahren. Ah, hier. Ist aber nur eine Schatzkiste. Mit einem weiteren Herzteil. Damit habe ich zwei. Okay, cool. Nein. Aua. Okay, Leute, der Part ist aber auch rum. Ich würde sagen, im nächsten Part schauen wir uns nochmal ein bisschen um hier als Minish. Und vielleicht finden wir ja nochmal die ein oder andere Sache. Ansonsten müssen wir ja sowieso zurückkehren. Hat mir auf jeden Fall wieder viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und dann wieder einschalten zu einer neuen Folge. Diminish Cap. Tschüssi, Leute.